Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Freunde, lasst uns unseren Gottesdienst beginnen im Namen unseres gütigen, liebevollen und barmherzigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, hier in unserer Kirche und zu Hause, wir heißen Sie und euch ganz herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Zu Hause könnt ihr das Lied mitsingen, wir in der Kirche. Wir dürfen leider nicht singen, aber wir dürfen miteinander beten und so wollen wir das Gloria, das Sanctus, das Agnus Dei miteinander beten, sodass wir doch alle an diesem Gottesdienst teilnehmen können. Wenn wir diesen Gottesdienst aufzeichnen, können Sie ganz beruhigt sein. Die Kamera ist auf den Altarraum gerichtet und herumlaufen darf sowieso keiner wegen Corona, sodass Sie da keine Sorgen haben müssen. Es ist der Wunsch von vielen gewesen, dass wir die Gottesdienste aufzeichnen. Ja, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Heute wollen wir es noch einmal mit Ihnen hier in der Kirche tun. Aber wir haben keine Kamera, wir müssen Sie zurückgeben. Aber vielleicht gibt es ja einer, der sagt, pass auf, ich spende euch etwas, besorgt euch so eine Kamera, dann können wir die Gottesdienste auch gerne weiter aufzeichnen und für alle ins Netz stellen, sodass ganz, ganz viele an unseren Gottesdiensten mitfeiern und teilhaben können. Denn wir sind hier eingeladen. Wir sind hier zusammengekommen, ganz gleich, ob zu Hause oder hier, weil uns da einer gerufen hat. Nämlich unser Gott selber. Und wenn wir hier sind, wenn wir zu Hause die Gottesdienste feiern, dann sind wir Hörende geworden. Dann haben wir seinen Ruf gehört, aber seine Stimme bleibt in unserer Gesellschaft oft ungehört, weil wir seine Sprache, seine Stimmen, seine Zeichen nicht mehr erkennen können. Bitten wir in diesem Gottesdienst, dass er uns Augen, Ohren und Herz öffnet, dass wir ihn wieder wahrnehmen, dass er mitten unter uns ist. Herr Jesus Christus, du wendest dich uns zu, du kennst uns durch und durch, du nennst uns beim Namen, Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. Herr Jesus Christus, auch jetzt gehst du lautlos an uns vorüber. Du bittest um unsere Zeit, um unsere Aufmerksamkeit für deine leise Nähe. Christe Eleison. Christe Eleison. Herr Jesus Christus, du lädst uns ein, bei dir zu wohnen, Erfahrungen mit dir zu sammeln, dich immer tiefer kennen und lieben zu lernen. Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Schuld. Schenke uns allen unser gütiger und unser barmherziger Gott. Amen. Beten wir miteinander das Gloria. Christoph hat es angezeigt bei der Nummer 583. 583. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erde, den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All, Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet, du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich
Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. So möchte ich für uns alle beten. Guter Gott, du hast uns zusammengerufen und in deinem Namen wollen wir Gottesdienst feiern. Dein Sohn ist in unserer Mitte. Verborgen tritt er in Erscheinung und wir suchen ihn. Wir wollen ihn finden, ihn immer tiefer kennenlernen. Führe uns durch diese Feier und lass uns immer besser verstehen, was du von uns erhoffst. Öffne unsere Ohren, unsere Augen, unsere Herzen und Hände und zeig uns die Tür, durch die wir eintreten können in das Geheimnis deines Sohnes. Das erbitten wir im Heiligen Geist, durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen schlief der junge Samuel im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel und Samuel antwortete, hier bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal, Samuel. Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel, geh, leg dich schlafen. Wenn er dich ruft, dann antworte, rede Herr, denn dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinem Platz nieder. Da kam der Herr, trat heran und rief wie die vorigen Male, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede, denn dein Diener hört. Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm, und ließ keines von all seinen Worten zu Boden fallen. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, als er sah, dass sie ihm folgten, und er fragte sie: Was wollt ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er antwortete: Kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und die Jesus gefolgt waren. Dieser traf seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt der gesalbte Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels. Petrus. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Freunde, bestimmt kennen Sie die Geschichte vom Schuster Konrad von Tolstoi. Konrad, der einfache kleine Schuster, die Leute liebten, weil er so gute Arbeit machte. Eines Morgens stand er auf und beschloss, nicht zu arbeiten, denn er erwartete einen Gast, einen hohen Gast, eigentlich den höchsten Gast, den man sich vorstellen kann, Gott selber. Das hatte er ihm zuvor in einem Traum gesagt, dass er Gott ihn besuchen wollte. Konrad fegte also sein ganzes Haus und putzte, räumte auf und bereitete sich so vor, und dann wartete auf den lieben Gott. Plötzlich klopfte es an die Tür und Konrads Herz, das bebte schon richtig, aber als er öffnete, stand da nicht der liebe Gott, sondern da stand der Briefträger, der mit blaugefrorenen Händen dastand und auf den Ofen schielte, wo der Tee schon stand. Sie wissen, wie es weitergeht. Konrad lud ihn ein, eine Tasse Tee zu trinken, und der Briefträger wandte sich auf und sagte dann: Danke, Konrad, es hat mir so gut getan. Gegen Mittag wartete Konrad noch immer und schaute aus dem Fenster, und da entdeckte er einen kleinen Jungen, und als er rausging und zu ihm hinkam, sah er, dass er weinte. Der Junge hatte sich verlaufen, hatte im Getränke seine Mama verloren und kannte sich nicht mehr aus. Konrad ging mit ihm nach Hause, gab etwas zu trinken, schrieb schnell einen Zettel an den lieben Gott: Setz dich nur hin und warte ein Weilchen, ich bin gleich wieder zurück. Und dann brachte er den Jungen nach Hause. Als er sich seinem Zuhause näherte, war es schon dunkel, und Konrad erkannte in dem beleuchteten Zimmerchen, in dem er wohnte, dass da jemand war. Und wieder klopfte sein Herz, weil er dachte: Das ist jetzt der liebe Gott. Aber es war nur die Frau, die über ihm wohnte. Die Frau mit dem kleinen Kind, deren Mann gestorben war. Und sie erzählte ihm, dass das Kind mit Fieber im Bett liegt und dass sie schon lange nicht mehr schlafen könne, weil sie sich immer um ihr Kind kümmerte.
und hatte Mitleid mit ihr, ging mit ihr hoch, sorgte für das Kind, packte es ein in Wickel, in feuchte Wickel, dass das Fieber runtergeht, setzte sich ans Bett des Kindes und ließ die Frau, die Mama, ein wenig schlafen. Und als er dann zurückkam in sein eigenes Zimmerchen, da war er müde, erschöpft und traurig. Denn Gott war nicht gekommen. Er ging in sein Bett und schlief ein und da hörte er wieder diese Stimme: Konrad, Konrad, ich danke dir, Konrad, ich danke dir für die Tasse Tee, die du mir gegeben hast, dass du mich nach Hause geführt und getröstet hast. Und ich danke dir, dass du für mich gesorgt hast, als ich so hohes Fieber hatte. Ich danke dir, Konrad, dass ich dreimal bei dir zu Gast sein durfte. Und da erkannte Konrad, dass ihn Gott wirklich besucht hatte, wo die Güte und die Liebe ist, da ist Gott. Diese Geschichte ist mir eingefallen bei der heutigen Lesung, wo Gott auch den Samuel anrufen. Samuel es nicht versteht und meint, es ist sein großer Priester, der Eli, und geht zu ihm hin und auch Eli erkennt es erst im Nachhinein, dass die Stimme Gottes Stimme ist. Ja, Gott ruft, aber er wird offenbar nicht erkannt. Wie sollte Samuel auch diese Stimme Gottes erkennen? Denn wenn Gott spricht, dann tut er es ja nicht so, wie wenn wir miteinander reden. Bei Samuel ist es im Traum. Erinnern Sie sich noch an die Weihnachtsgeschichte, an Josef? Da spricht Gott auch im Traum zu ihm. Bei Mose spricht Gott im Dornbusch. Und so kennen Sie bestimmt viele andere Begebenheiten, wo Gott mit den Menschen spricht, aber immer in verschiedenen Zeichen. Und so will Gott uns begegnen. Er will uns begegnen in verschiedensten Ereignissen, in Erlebnissen, in Schicksalsschlägen und manches Mal sogar durch Menschen, durch dich und durch mich. Aber so wie Konrad und so wie der Samuel müssen wir lernen, darauf zu hören, wie und was Gott uns sagen will, wie er zu uns spricht, in welchen Ereignissen und in welchen Erlebnissen. Und dazu brauchen wir offene Ohren, wir brauchen offene Hände und ein liebendes Herz. Ich denke, dass die Zeichen, in denen Gott zu uns spricht, ganz kleine Zeichen sind. Haben wir sie schon wahrgenommen? Wenn wir die Möglichkeit haben, zum Gottesdienst zu gehen, ist das nicht so ein Zeichen, wo Gott zu uns sprechen will und sagt, ich bin doch da. Wenn uns jemand ein freundliches Wort zuspricht, haben wir das überhaupt wahrgenommen? Oder ist das alles wie selbstverständlich? Weil da will Gott zu uns sprechen. Da macht jemand eine liebe Geste. Da umarmt uns der liebe Gott. Da meint es jemand gut mit uns, macht uns vielleicht irgendeine kleine Freude, aber wie es in unserer Gesellschaft ist, wird oft Bade gemacht und sofort wird das Negative gesucht, was in diesem kleinen Geschenkchen sein kann. Aber genau da will uns Gott begegnen. Doch wenn wir alles malig machen, da können wir seine Stimme gar nicht unter uns hören. Liebe Freunde, Gott ist bei uns und er spricht auch heute noch zu uns. Und genau deswegen müssen wir mit aufmerksamen Ohren, mit Augen, mit einem liebenden Herzen durch die Welt gehen, damit wir das wahrnehmen. Und das wird uns dann ermutigen. Und vor allem werden uns diese Zeichen seiner Nähe so viel Kraft und so viel Mut geben, dass wir selber für andere zu Boten seiner Güte, seiner Liebe und seiner Nähe. Gerade in diesen Zeiten, wo Corona uns immer wieder und immer noch im Griff hat und die Zahlen statt zurückgehen sogar noch mehr werden,
Genau da ist es doch wichtig, dass wir diese Chance ergreifen und für andere deutlich machen. Auch in dieser Pandemie ist er da. Schreiben Sie einen Brief, rufen Sie jemanden an, fragen Sie Ihre Nachbarin, Ihre Nachbarn, ob Sie etwas tun können. Und so werden wir deutlich machen, nein, er ist genau in solchen Situationen bei uns und lässt uns nicht alleine, weil er ein Gott ist, der immer für uns Menschen da ist. Das wünsche ich euch und Ihnen von ganzem Herzen, dass wir diese Zeichen seiner Nähe spüren und wahrnehmen und uns durch sie ermutigen lassen und so selber zu einem Zeichen seiner Güte und Liebe für andere werden. Amen. So wollen wir uns im Glauben beginnen. Uns glauben an unseren Gott, der nicht irgendwo weit weg ist, sondern der mitten unter uns ist und den wir spüren und wahrnehmen können. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist. Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter der Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Blutes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt in der Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünde, Auferstehung der Tote und das ewige Leben. Amen. Jesus feiert auch heute seinen Vorübergang an uns und dieser Welt. Er will angesprochen und im Gebet angerufen werden. Für alle, die auf der Suche sind nach einer geistlichen Beheimatung, nach Orten, an denen du wohnst, gib ihnen den Mut, bei dir anzuklopfen und lass sie erfahren, wie willkommen sie sind. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für alle, die glauben, dich gefunden zu haben, lasse dich weiter suchen. Für die, die die Suche nach dir abgebrochen haben, mache unruhig ihr Herz und gib dich ihnen zu finden. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für Eltern, Erzieher und Seelsorger, dass sie dich ihnen anvertrauen, neugierig auf dich machen. Lass sie Wegweiserinnen sein in dein Geheimnis und gib ihnen das Gespür, Menschen dann loszulassen, wenn sie ihren eigenen Weg gefunden haben. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für Menschen ohne Obdach und Arbeit, ohne Heimat und Zukunft, ohne Geborgenheit und Frieden. Schenke rettende Auswege, ein gastfreundliches Miteinander und Brückenbauer der Versöhnung. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für alle, die durch einen Schicksalsschlag, eine schwere Krankheit, das Ende einer Liebesbeziehung oder den Tod eines nahen Menschen aus der Bahn geworfen wurden. Schenke Weggefährten, die ihnen zu Nächsten werden. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für alle, die Weihnachten längst hinter sich gelassen haben und keinen Grund finden, sich im neuen Jahr auf etwas zu freuen. Und für die, die Angst haben vor der Zukunft, die sich sorgen um schwerkranke Menschen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Gott, dich wollen wir suchen und uns von dir finden lassen. Komme uns entgegen und lass uns erfahren, wie nahe du uns bist in Christus, unserem Herrn. Amen.
sammelst uns zum Mahl des Lebens. Wir sind Gäste am Tisch deines Sohnes. Brot und Wein haben wir dabei, damit dein Fest mit uns möglich ist. Wir halten dir diese kleinen Gaben in dein göttliches Licht. Dein Geist berühre und wandle sie zu Jesu Lebenszeichen. Er wandle auch uns zu seinen Jüngerinnen und Jüngern, die deine Gegenwart mitten unter uns bezeugen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater, im Himmel und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er uns Menschen erneuert, durch sein Leiden alle Schuld getilgt, mit seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn preisen dich deine Erlösten und stimmen ein in den Lobpreis der Chöre des Himmels, die ohne Ende rufen. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalt, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, guter Gott, du bist wirklich heilig. Du bist ein Quell allen Lebens und allen Heils. Darum haben wir uns hier versammelt, um miteinander den Sonntag als den Tag zu feiern, an dem Christus von den Toten auferstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, sende deinen Geist auf unsere Gaben herab und heilige sie, damit sie für uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und dankte noch einmal, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle davon. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deine Tod verkündigen wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, Herr Gott, feiere das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Und wir bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns alle berufen hast, vor dir zu stehen und dir in unseren Mitmenschen zu dienen und bitten dich. Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist.
Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende alle Menschen in Einheit und Liebe. Deine Diener, unseren Papst Franziskus, unsere Bischöfe Ludwig und Herwig und alle Bischöfe, unsere Priester und Diakonen, Frauen und Männer, Jugendlichen und Kinder, die zum Diensten der Kirche bereit sind. Erbarme dich aber auch unserer Schwestern und Brüder, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie zum Leben auferstehen. Heute Morgen wollen wir in unserem Gottesdienst in ganz besonderer Weise beten für alle Verstorbenen des Schuljahrgangs 1940. Nimm sie und alle unsere Verstorbenen auf in dein Reich, damit sie dich von Angesicht zu Angesicht schauen können. Erbarme dich aber auch über uns, damit auch uns allen dieses neue und ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der Gottesmutter Maria, deiner Apostel und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Liebe Freunde, wir haben alle den Geist empfangen, der uns zu einer großen Gemeinschaft zusammenschließt, der uns zu Geschwistern im Glauben macht, der uns zu Kindern Gottes macht. Lasst uns darum in diesem Geist miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Friede hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Auf dieser Friede Wirklichkeit wird es liegen. Ein ganzes Stück weit an uns. Deshalb bitten wir, Herr Jesus, nicht auf das, was uns von dir und voneinander trennt, sondern auf unseren guten Willen und schenke uns so Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn, er sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Legen wir doch unsere Hände auf die Schultern und verneigen uns voller Ehrfurcht und Wünsche und so. Das alle Schuld hinwegnimmt.
beten und singen. Zu Hause können Sie es mitsingen, Sie finden es bei der Nummer 453. Wir in der Kirche dürfen leider nicht singen, aber zu Hause singen Sie mit 451. Es gäbe so viel zu sagen. Oft fehlen uns die Worte des Dankes und der Sehnsucht. Wir danken dir für deine Nähe und dein Weggeleit. Sei uns Licht auf den Wegen, die nun vor uns liegen. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Nehmen Sie sich, nehmt euch bitte das neue Wochentag mit an den Ausgängen. Ist es in unseren Kästen drin. Ich lade ganz herzlich ein für den Mittwoch um 10 Uhr wird der Gottesdienst im Netz stehen zum heiligen Sebastian. Ja, wir können ja Turn keinen Gottesdienst im Schloss mit allen Turnern feiern. Wir werden ihn wieder aufzeichnen. Die Grafenfamilie wird dabei sein. Aber sonst darf keiner erweisen. Aber wir wollen ihn aufzeichnen und ihn ins Netz stellen, sodass doch alle an diesem Gottesdienst teilnehmen können. Mittwoch, 10 Uhr, wie es uns auch gewesen wäre. 9 Uhr fangen wir mal an, dann laufen wir ja im Schloss. Und bis zum Anfang ist es so halb bei 10 in 10. Um 10 Uhr können Sie also den Gottesdienst dann anschauen. Ganz herzliche Einladung dazu. Ebenso will ich herzlich einladen für kommenden Samstag, 18 Uhr. 30 zu unserem Gottesdienst, gesetzt den Fall natürlich. Wir dürfen auch weiterhin Gottesdienste miteinander feiern. Ich sagte es eingangs schon, das war jetzt der letzte, den wir aus Herrnsbach übertragen haben, weil wir die Kamera wieder zurückgeben müssen. Wir sind unendlich dankbar, dass unser Martin diese Kamera zur Verfügung gestellt hat. Aber wenn Sie sagen, wir finden das eigentlich eine gute Sache, freuen wir uns, wenn Sie dieses Vorhaben unterstützen über eine Spende, dass wir uns vielleicht eine eigene Kamera anschaffen können. Geben Sie es einfach im Fahrbüro ab oder werfen Sie die Spende in den Briefkasten und schauen wir mal weiter. Angebote holen wir ein. Seine Kamera ist natürlich sehr teuer.
Wenn, dann soll es auch eine gute sein, sodass zu Hause auch dann eine gute Bildqualität ankommt und wir nicht jedes Jahr eine neue kaufen müssen. Wenn Sie der Meinung sind, die finden wir eine gute Sache, so können wir zeigen, dass wir zusammengehören, freuen wir uns darüber. Was wünsche ich? Ich wünsche Ihnen und euch natürlich ganz, ganz viel Gesundheit. Bleiben Sie gesund, werden Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf. Danke. Dankeschön. Der Herr sei mit euch. So segne und beschütze euch unser gütiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So lasst uns gehen und Frieden bringen. Danke.